Dr. Wolfram Auer, Sie haben die Umfrage zu bester Arbeitgeber Vorarlbergs durchgeführt. Wie wurde diese Umfrage durchgeführt? Die Umfrage war, wie die anderen Jahre zuvor, auch eine Online-Umfrage, die bei den Mitarbeitern in den einzelnen Unternehmen durchgeführt wurde. Wir starteten 2013 und heuer im 18er Jahr zum 6. Mal. Und wir konnten wieder eine recht hohe Anzahl an der Beteiligung erzielen. Wir hatten über fast 2.500 gültige Fragebögen, die wir in die Auswertung aufnehmen konnten. Die Umfrage wurde schon zum 6. Mal durchgeführt. Lassen sich da langsam Tendenzen erkennen? Ja, Tendenzen lassen sich erkennen, wenn ich vielleicht nur ein Beispiel herausgreifen darf. Wir hatten im Jahr 2013 eine Variable drin, die hieß Lob und Anerkennung. Und da hatten wir echt durchschnittliche Werte in Vorarlberg. Und wenn wir das heuer angeschaut haben, gerade im Bereich der Unternehmen 50 bis 100 Mitarbeiter, gab es eine enorme Steigerung, was diesen Bereich anbetraf. Das heißt, die Chefs loben mehr. Walter Schroter, Sie waren bei der Umfrage zu bester Arbeitgeber Vorarlberg beteiligt. Neu ist der Schwerpunkt Unternehmenskultur. Welches Bild zeigt sich hier? Unternehmenskultur ist ein ganz wichtiger Faktor, um einen Erfolg im Unternehmen herzustellen. Ich brauche klare Ziele, ich brauche ein Commitment der Mitarbeiter. Ich muss auch als Mitarbeiter aktiv dabei sein und überlegen, wo kann ich meine eigenen Prozesse, wo könnten sich Fehler einschleichen und das mit den Teammitgliedern reflektieren. Und letztlich ist es alles zusammen aber auch eine Frage der Führung, die dafür zu sorgen hat, dass diese Kultur auch gelebt und beflügelt werden kann.